Wenn jemand etwas stiftet, dann möchte er anderen Menschen eine Freude machen oder etwas Gutes tun. Wenn ich Glaubensstifter werden möchte, dann heißt das für mich, dass ich etwas von meinem Glaube, der mir ja selbst geschenkt wurde, weitergeben möchte. Das, was für mein Leben wichtig ist, mir Halt gibt, mir Orientierung gibt, den Nächsten nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dazu möchten wir anregen und auch ermutigen, dass wir heute in dieser Welt viele Glaubensstifterinnen und Stifter brauchen. Das kann schon damit anfangen, dass ich ein Gebet stifte, für andere Menschen bete. Das kann aber auch genauso sein, dass ich in der Kirche, in der Gesellschaft mitwirke und diese Welt aus dem Geist Jesu gestalte. Es kann auch bedeuten, dass ich anderen Menschen solidarisch in finanzieller Hilfe, aber auch in ideeller Hilfe zur Seite stehe. Also werde Glaubensstifter, tu Gutes, hilf anderen, hab den anderen im Blick, so handeln wir heute, wie es Jesus getan hätte.